So, hallo Leute. Und zwar geht es bei mir heute wieder mal um Taschenmesser oder ja, kleine Messer für die Tasche. Und da gibt es auch wieder was Spezielles, und zwar sogenannte jagdliche Taschenmesser. Das ist also zum Beispiel hier so ein Teil jetzt von der Firma Wenger. Gamskopf drauf. Die halt hier so ein Plastikgriff, also das ist dann eher modernes Taschenmesser. Und ja, und bei mir geht es heute eigentlich, wo sind sie, um so richtige alte Klassiker, die es schon immer gibt. Die kennt jeder vom Opa oder vom Vater. Und zwar sind es solche schönen Teilchen hier. Sind das solche Dinger hier mit Hirschhorn oder mit Ohren dran, gibt es mit Knochen, allen möglichen. Ja, und dann habe ich jetzt hier einfach mal so drei Typen. Ja, fangen wir mit dem Allrounder an. Das ist das Ding hier, also ist relativ, ja, relativ stämmig. Also sehr dick. Und da ist eigentlich vom Prinzip alles drin, was man so braucht als Jäger zum Aufbrechen. Ist so ein leichtes kleines Beimesserchen, kann also nicht schaden. Also mit dem Ding wird man mit dem Reh oder was locker fertig. Klar, wenn man Zeit und Lust hat, dann kann man da natürlich auch was Größeres mit aufbrechen. Wobei, ich sag mal, beim Wildschwein wird es dann schon schwierig. Ja, und zwar das Ding hat auch eine Feststellung hier hinten. Das ist so ein relativ altertümlicher Verschluss. Der wird hier, drückt man also praktisch drauf auf diesen Buckel und dann klappt die Klinge ein. Also ist fest arretierbar und minimiert also so auch wieder das Risiko von Verletzung. Das jetzt ein bisschen besser, das ist diese Nase. Das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier die Säge mit Kapselheber. Und alle haben so einen richtig schönen Zack. Das ist da drin. Also einmal ist eh klar eine Klinge, die braucht man halt zum Schneiden. Regnet ganz schön. Dann haben wir als nächstes, was immer wichtig ist, bei einem jagdlichen Messer, wenn man zum Beispiel auch etwas groberes Wild hat, das ist dann hier mit so einer Säge und hier unten ist ein Kapselheber oder Flaschenöffner, wie man bei uns sagt. Das ist also das eine. Und dann, was noch ganz wichtig ist, ist eine sogenannte Aufbruchklinge. Das ist also sowas jetzt hier, die hat hier vorne so eine Nase, die ist stumpf und hier, wie gesagt, ist die dann scharf. Ja, also normales Messer zum Schneiden, Säge zum Beispiel fürs Schloss oder für kleinere Knochen oder irgendwas, was man halt dann aufsägen will. Ja, und dann kommen wir mal zur Aufbruchklinge. Hier, die Sache mit Sicherung. Aufpassen, weil die Dinger sind immer sauscharf. Ja. Also so schaut das Ding aus. Also hier ist, wie gesagt, das abgerundet. Das führt man also dann praktisch in den Wildkörper ein, hebt dann leicht die Decke an und kann sie dann so öffnen. Wie gesagt, man kann auch nochmal mit zwei Fingern drunter gehen, vorsichtshalber. Aber wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Das ist eine sogenannte Aufbruchklinge. Die ist auch nicht gesichert, weil, wie gesagt, man schneidet ja nicht so oder hebelt oder was, sondern man
führt das Ding ein und durch die Zugkraft macht man dann auf. Also da kann normalerweise nichts passieren. Ja. Ja, beim Korkenzieher ist da keiner drauf, weil wie gesagt, bei uns trinkt man Bier und kein Wein. Dann gibt es jetzt von diesem Typus noch ein paar Abarten. Das ist also einmal das Messerchen hier, also auch wieder das gleiche Spielchen mit der Sicherung hier oben drauf. Und dann haben wir hier nochmal eine Säge und Kapselheber. Das ist also zum Beispiel, ja, wenn man sagt, ich arbeite eh prinzipiell immer mit den zwei Fingern unter der Klinge und öffne das so praktisch auf, das Bild, dann wäre das Messer für denjenigen ideal. Das sage ich jetzt mal, ist natürlich dann auch ein bisschen leichter. Das nächste ist, sag mal, das Messer für Niederwildrevier oder für den Jäger im Niederwildrevier. Das ist also einmal die normale Klinge, Sicherung und dann hier nur dieser Aufreißhaken, sagt man dazu, dabei. Wie gesagt, da kann sich dann jeder vom Typus hier aussuchen, was er will. Entweder nur Säge, Klinge, Säge, Aufreißhaken oder Klinge mit Aufreißhaken. Ich hoffe, ich kann es jetzt mal ein bisschen einfangen, weil die sind wirklich hübsch gearbeitet. Ja. Es ist halt einfach so ein bisschen was Nostalgisches. Sind auch nicht ganz billig. So ein Messer kostet gleich locker flockig zwischen ja, 70, so um die 70, 50, 50 bis 70, 80 Euro. Sind halt, wie gesagt, ist halt Handarbeit, kein Plastik. Das muss jeder wissen, wie er das haben will. Und ja, das ist halt einfach so hübsches Ding und das Teil, ja, kriegt man also normalerweise nicht kaputt. Die werden also meistens in einfachen 440ern, 420er Stählen gemacht. Wie gesagt, mit ein bisschen Geduld kriegt man das auch schön scharf. Hat halt den Vorteil, warum mache ich da jetzt kein Carbon oder irgendwas dran? Das Ding schleppe ich ja permanent in der Hosentasche mit mir rum und das spitze ich. Und da ist also dann muss man mal kurz hören, zack, Feuchtigkeit und da würde das Ding dann schon irgendwann das Rosten anfangen. Ja, und das ist halt so ein kleines Arbeitsgerät, so das Multitool des Jägers. Wie gesagt, gibt es auch natürlich auch Plastikversionen, aber wer es ein bisschen nostalgischer mag und findet, ja, das Horn hat auch guten Grip. Sind schön kleinführig, die nimmt man also gut in die Hand unter und kann dann praktisch damit am Bild arbeiten. Richtig schöne, nette, kleine Spielzeuge. Und da werde ich mir jetzt dann vielleicht demnächst auch mal eins organisieren, wenn es die Messerkasse zulässt. Ja, sind also wirklich auch richtig bullig gemacht. Jetzt hier mal ein bisschen sehen, also das machen wir das Dinger auf und dann also noch mal ein gutes Stückchen dicker. Ja, genauen Daten und so weiter von dem Typus jetzt, das ist jetzt zum Beispiel von der Firma Linda, da gibt es aber mehrere gute Firmen in Solingen und in Deutschland, die herstellen. Ja, und da ist man halt dann einfach ein bisschen Geld los, aber dafür hat man das Teil auch für immer, das kann man praktisch x-mal vererben. Das ist also eher so ein traditionelles Jagdmesserchen. Ja, das war es jetzt erstmal. Ganz kurze Vorstellung nur vom Hochsitz. Aber es rieselt, regnet draußen. Mal schauen, ob wir heute was kriegen. Ein kleines Rehlein oder was und eine kleine Sau. Und dann vielleicht können wir so ein Teil auch mal ausprobieren. Wobei ich mir aber da denke, da wird nicht viel passieren. Die Teile gibt es ja schon ewig. Richtig schöner alter Klassiker.
eine Nahaufnahme. Ja, jetzt nochmal zu der Verarbeitung. Also wenn man jetzt hier sieht, das ist also Horn, das ist Naturmaterial, das ist also alles natürlich nicht gleichmäßig. Sind hier also so Messingnieten reingesetzt und das Ganze ist halt nochmal verklebt. Und hier hinten, wie gesagt, sind die Sicherungen, ich glaube Liner sagt man da, also richtig. Hier sieht man auch, also da gibt es mal größere Stücke, mal schmalere Stücke wie jetzt hier. Das ist halt einfach so ein bisschen auch so ein Stück Natur in der Hand. Und ja, hat auch immer so ein bisschen, ja, das ja, Mystisches, sage ich jetzt mal, wenn man natürlich so Materialien hat. Das macht halt dann schon recht Spaß. Das ist kein Messer wie das andere. Das ist ein bisschen anders und ja, wie gesagt, Verarbeitung richtig schön bullig, alles kräftige Klinge. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.